Wir haben jetzt hier einen Punkt leer. Das ist diese GeoPackage-Datei mit insgesamt 4,5 Gigabyte Größe. Und das sind die gesamten Grenzpunkte von Sachsen. Da man nicht Gesamtsachsen jetzt vom Landesvermessungsamt herunterladen kann, sind das immer einzelne Gemarkungen. Und wenn eine Gemarkung anstößt an eine andere, dann ist der Grenzpunkt in dem einen Layer und in dem anderen Layer drin. Ich habe die Layer zusammengefügt, das habe ich in meinem letzten Video gezeigt. Und jetzt müssen wir aber mal die ganzen doppelten Grenzpunkte entfernen, damit wir in Folgevideos weitere Auswertungen durchführen können. Wir gehen dazu in die Werkzeugkiste und wählen doppelte Geometrie löschen. Es erzeugt einen eigenen bereinigten Layer. Wir tun den gleich mal abspeichern und nennen ihn einfach final. Derselben Endung. Das wird jetzt schätzungsweise ein paar Stunden dauern. Also ich bin gespannt, wie lang. Wir starten die Funktion. Der Algorithmus ist fertig. Es hat knapp 2 Stunden gedauert und über 1 Million doppelte Objekte wurden gelöscht. Und jetzt könnt ihr mal raten, wie viele Grenzpunkte es denn in Sachsen gibt. Schreibt es am besten in die Kommentare. In einem Video, was irgendwann mal folgt, werde ich die Auflösung euch dazu geben. Man kann an dieser Funktion auch sehr schön erkennen, wie Cookies mit extrem großen Daten in einer relativ kurzen Zeit umgehen kann und alles berechnen kann, ohne dass Cookies irgendwelche Probleme bekommt. Die Reduktion der 1 Million Grenzpunkte hat für mich eine Reduktion der Dateigröße um 300 Megabyte gebracht. Das ist doch auch mal was. Ich danke euch fürs Zusehen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.